3, 2, 1 und hallihallo und herzlichst willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Part von Monster Hunter Freeman Knight. Dieses Mal wieder mit einer schönen Stunde fröhliches Farmen oder wie ich es mir gerade wunderschön überlegt habe als Streamtitel: epochales, ja, Farmspektakel. Und wir beginnen gleich mal damit nachzuschauen, wie es denn so mit unserer Rüstung aussieht. Wir haben hier extra für den Helm jetzt den Rayan gemacht und wie es aussieht, können wir uns den Helm trotzdem noch nicht basteln, weil ich hier nirgendwo auch nur ansatzweise ein Ausrufezeichen sehe. Das heißt, wir haben noch nicht mal genügend Items bekommen, um den zu sehen. Das heißt, bis wir den uns irgendwie machen können, dauert es noch eine Weile. Heißt, wir müssen den noch ein paar Mal machen, aber es ist ja nicht so schlimm, denn wir haben ja auch immer noch das Kind der Zerstörung. Ja, passt ungefähr. Ich muss gerade kurz auf den Stream gucken. Das werden wir jetzt sofort allerdings noch nicht probieren, denn ich fange lieber erstmal mal wieder, so wie immer, etwas ruhiger an. Und zwar mit der guten alten Ratia. Ne, ich meine, genau, ich wollte noch was nachgucken. Und zwar die Verteidigung, hier ist 501. Ne, genau, ich habe nämlich. Es gab einige Kommentare, weil ich habe jetzt eine Weile nicht mehr geantwortet. Der Günther ist wieder da. Grüße an Günther. Einmal gab es die Frage, ob denn die volle Akanto-Rüstung weniger Verteidigung hätte als meine momentane. Hat sie nicht. Die Monster sind einfach nur so verfickt viel stärker geworden. Deswegen war ich so schnell One-Hit, obwohl mein One-Hit immer so Hälfte des Lebens noch ist. Zudem wollte ich mal noch nachgucken, ob ich denn überhaupt meine Rüstung komplett aufgebessert habe. Weil, so wie ich mich kenne, kann es durchaus sein, dass ich sowas mal ziemlich schnell vergesse. Und dann brauche ich sowieso noch Honig, das bietet sich gerade perfekt an, müssen wir sowieso raus. So, und ansonsten steht heute an sich eigentlich nichts viel an, außer dass ich mal wieder relativ pünktlich Schluss machen muss. Wo auch da wieder mein Relativ zu nehmen ist und nicht das tatsächliche Relativ. Und weil ich dann nämlich noch Physikpraktikum machen muss, also nicht direkt Praktikum, das haben wir schon gemacht. Ich muss noch die Sachen auswerten dahingehend. Ey, ich hab's echt noch nicht verbessert. Verdammt. Aber gut, ja, was jetzt kommt, ist halt das, was wir mit dem Ukandos freigeschaltet haben. Ich weiß, dass man gerade die Akanto-Rüstungsteile doch sehr weit nach oben noch verbessern können müsste. Schauen wir mal. Ja, ist schon zwei mehr als alle anderen. Ja, genau, die Schwarz-Akanto-Sache konnte man ordentlich nach oben drücken. So hoch, dass ich kein Geld mehr habe. Und was auch noch sehr komisch ist, also doof ist heute, ich habe ein bisschen Nackenschmerzen, was daran liegt, dass ich zu viel Wii gezockt habe, dazu aber später mehr. Der Leviathan ist da, also, oder das kleine Yoshi. Och, wie süß. Ja. Ab jetzt bist du für mich der kleine Yoshi. Auch wenn du auf YouTube Leviathan heißt, nope, kleiner Yoshi ist wesentlich geiler. So, jetzt aber zum wesentlichen Teil. Ich will bei der Ratia nicht direkt verkacken. Wie ihr an meiner Ausrüstung am Start gesehen habt, bin ich, also hab ich seit dem letzten Stream, meine Güte, es geht schon wieder los, nicht mehr gezockt. Das heißt, ich bin mal wieder ein bisschen aus der Übung. Das ist allerdings für euch ja nichts Neues. Das bin ich eigentlich dauerhaft. Also, was soll's. So, Wettsteine haben wir. Ich wollte mir Tränke holen. Habe ich daran gedacht? Ja! Habe ich auch? Nein. Für die Box habe ich natürlich keine neuen nachgekauft. Das wäre ja auch viel zu schlau, da direkt mal im Voraus mitzudenken. Das wäre ja so, als wenn nicht ich spielen würde. Verdammt. Na gut, apropos Nackenschmerz, deswegen kann ich heute seltener nach oben gucken, weil immer wenn ich nach oben gucke, tut's weh. Ich habe Wii gespielt und zwar habe ich es tatsächlich mal geschafft, seit langem Xenoblade Chronicles fertig zu spielen. Das habe ich Ewigkeiten an der Stelle gehabt, an der ich das letzte Test für die Strawpoolumfrage gemacht habe. All die interessiert werden sich das wahrscheinlich angeschaut haben. Und so sagen wir mal 3 Stunden vor dem finalen Kampf. Eigentlich, wenn normale Leute spielen, 10 Minuten vor dem normalen Kampf, habe ich da halt meinen Spielstand gehabt und dann Ewigkeiten nicht gezockt. Jetzt bin ich mal wieder eingestiegen, habe das Ding auch an einer Morgensession durchgerattert, weil ich nicht wusste, wann ich sonst hätte wieder gespielt. Und seitdem habe ich Nackenschmerzen. Das war keine so schlaue Idee. Zudem habe ich heute früh nochmal Spectrobes gespielt.
Ich habe irgendwie gerade so ein bisschen Fieber, die ganzen alten Wii-Spiele, die ich mal gespielt habe, wieder rauszuholen. Und ja, bei Spectropes war ich auch so weit, dass ich gegen einen Bosskampfgegner gekämpft habe und bei Ewigkeit nicht weiterkam. Habe ich heute auch nicht geschafft. Vor allen Dingen, gestern Abend habe ich angefangen, das zu probieren. Setze mich da an die Konsole, nehme die Nunchucks in die Hand, also Nunchuck und Wii-Fernbedienung sitzt da. Wie war nochmal die Steuerung? Habe ich erstmal eine halbe Stunde gebraucht, um diese scheiß Steuerung wieder rauszukriegen. Und selbst dann hatte ich es noch nicht drin. Heute früh bin ich aufgewacht und wusste sie wieder. Das fand ich ziemlich geil, wie das Gehirn sich so daran erinnert. Yay, sie kann echt die Gesundheitsflöte lernen. Und jetzt haben wir die normale Gesundheitsflöte. Ach Mensch, Honey. Das gibt doch gar nicht. Also könnt ihr sie sofort wieder verlernen. Und jetzt fehlen noch 40 Punkte. Na gut, das kriegen wir heute schon irgendwie hin. Und dann kann sie auch endlich die echte Gesundheitsflöte. Und ist das perfekte Blasebalg. Ach, ist das nicht schön? Alter Schwede. Guck mal, ich in den Chat und los geht's. Eringa ist da. Schönen Gruß an Eringa. Steamclaw ist da. Oh, hey, ihr Miesmuscheln. Meint er bloß so. Mieser Start. Ne? Ganz, ganz mies. Und der Flachwitz auch ziemlich böse. Nein, mies. Mit welcher Waffe kannst du am besten umgehen? Am besten kann ich. Eigentlich fast schon mit Bogen, würde ich sagen. Allerdings ist das kein Problem, sich irgendwo in die Ecke zu campen und loszuschießen. Deswegen am liebsten spiele ich eigentlich mit Gunlance, aber ich denke, ich kann mit Schild und Schwert doch nochmal ein Stückchen besser umgehen. Hat man ja dann beim Rayan gesehen, den wir nachher übrigens noch machen werden. Für mich bloß erstmal ein bisschen einspielen. Und ja, ich hoffe, ich habe jetzt alles mit. Auf geht's. Von dem kleinen Yoshi ist es Langschwert und Wurfaxt schön. Günther meint Hammer und E-Klinge. Gut, kann ich jetzt noch nicht mithalten mit einer E-Klinge. Genau. Den Rest hat Steamflow schon beantwortet. Alles gut, alles schön. Dann eigentlich brauche ich keine Kaltgetränke, wenn ich schlau genug wäre. In dem scheiß verfickten Kreis. Nicht in die falsche Richtung zu laufen, dann würde ich hier auch schneller rauskommen. Habe ich mir jetzt ein gebratenes Steak mit? Ja, immerhin. Boah, war der Rundgang aber auch mal wieder anstrengend. Meine Fresse, muss man erstmal nur richtig was wegsnacken. Sonst geht es nicht. Apropos wegsnacken, ich habe es jetzt nicht mit, was sehr bescheuert ist. Ich will nämlich mal nachgucken, welche Effekte alle irgendwie staggern können. Also sich staggen können, also hier zusammenarbeiten. Das heißt, ich will dann mal Mega-Dämonmittel und Kraftsamen mitnehmen und dann noch Honey spielen lassen und dann nach jedem schauen, wo sich nun mein Angriff verstärkt und wo nicht. Ah, Bullfango. Ich hatte dich ja beinahe schon vermisst. Ich glaube, demnächst mache ich nur noch die scheiß Goldian. Dann nerven die Bullfangos nicht. Vor allem, du bringst einen um und zwei neue kommen. Plus ein Ratian, meine Fresse. Also in Ruhe lassen ist für die auch gerade nicht. Also ich sehe nicht mal was, Leute. Nicht nett. Das ist nicht fair. Gangbang auf neuem Niveau. Da ist selbst mein Hunter ein bisschen verwirrt. Alter. Bester Start ever. Obwohl, ich hatte schon mal schlechtere. Also, genau, ja. Die E-Klinge, weil das vorhin angesprochen wurde, ist, dachte ich mir schon, die neue Waffe in For Ultimate. Und die heißt halt auf im Englischen Charge Blade und im Deutschen Energieklinge. Schöne Grüße an Steam, der mir genau das gerade in die Kommentare geschrieben hat. Ohne dich wäre ich mal wieder ein Stückchen dümmer. So, da das gerade so grandios funktioniert hat. Probieren wir es einfach exakt so nochmal. Ich meine, hat beim Rayang ja auch funktioniert. Mehrmals dasselbe probieren. Irgendwann ist das Monster dann schon tot. Warum sollte es also bei der Ratia, die ebenfalls mit Scheiß-Wolf-Hanko er anfängt, anders sein? Also, ich gehe jetzt erstmal auf dieses Scheiß-Steak, was mir hier mehr Probleme bereitet, als ich Kohle auf den Grill legen kann. Junge, das ist doch nicht mehr feierlich. Alter, Scheiße.
Ich habe doch Blitzbomben mit, oder? Warum benutze ich die dann nicht? So. Sei geflasht, Ratian. Kann ich mich um Ruhe um die wahren Feinde hier kümmern? Meine Güte, so, jetzt müsste das Ganze ein bisschen ruhiger sein. Jetzt sollte es auch funktionieren. Yay, ich hab getroffen. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass Rumpelstilzchen auf mich scheißt. So, Honey ist auch wieder da. Es ist sehr schön. Die Ratian liegt auch endlich. Ich weiß, für diese schweren Schuppen könnte man auch noch extra Sachen mitnehmen im Sinne von, man könnte versuchen, die zu fangen, Tate abschalten und sowas. Allerdings habe ich vergessen, was bei der Ratian wirklich funktioniert. Ich habe es zwar schon mehrmals in den Kommentaren beantwortet, mehrmals auf Facebook geschrieben, mehrmals mir selber angeguckt und eingeredet. Ich vergesse die Sachen trotzdem. Deswegen sollte ich eigentlich vor der Aufnahme nochmal nachgucken. Scheiße! Jetzt kann ich es nicht mehr auf die Überfangos schieben. Das ist doof und schlecht. Okay, passt. Alles gut. Honey ist schon wieder weg. Okay, was erwarte ich? Sie ist frisch aus dem Ei gepellt immer noch. Und ich nehme sie zur G-Rank-Ratia mit, wo ich selber auch schon mal ohnmächtig wurde. Aber ich meine, wenn man sie so lange nicht gesehen hat. Die wunderschöne Ratian in ihrer grauen Finesse. Dann wird man halt erstmal ohnmächtig, weil so Gist in my pants einfach zu hart, ne? Geht nicht anders. So, jetzt bitte noch einmal ein Powerpoint. Dankeschön. Und andere Richtung wäre schlauer gewesen. Verdammt. Egal. Das ist ja exakt der Grund, warum ich nur eine Ratia mache und kein Jan Kutku, weil Jan Kutku wäre jetzt schon zweimal tot gewesen. Außer mit Marfumofo-Rüstung. Da wäre das Ganze, wesentlich anders ausgesehen. Hallo Bolfango. Auge in Auge mit so einem Typen will man eigentlich nicht stehen, deswegen gehe ich lieber wieder zurück hierher, wo ich momentan auch kein Bolfango sehe, was schon mal sehr schön ist. Will sich noch umdrehen? Ja, doch, da hinten ist einer. Ich sehe ihn! Dankeschön. Er hat mich ausnahmsweise mal davor gerettet, vergiftet zu werden. Problem ist, der Typ wird so schnell hier jetzt leider wahrscheinlich nicht weggehen. Deswegen tänzeln wir mal ein bisschen um die Ratian rum. Das kann ich ja gut. Könnte ich schon mal besser, trifft's besser. Wo ist der Bulfango? Hier ist er. Na, wo ist der kleine Bulfango? Das süße kleine Stückchen Fleisch. Dankeschön, Honey. Schauen wir gleich mal, habe ich eine Verteidigung gemerkt. Ja, Verteidigung ist auf jeden Fall mehr. Ich glaube sogar fast 40 Punkte. Ich schaue jetzt einfach regelmäßig da drauf, damit habt zumindest ihr die Zahlen und ich, wenn ich mir nochmal angucke, auch. Und dann sind wir gemeinsam schlauer. Scheiß auf gemeinsam einsam, wir sind gemeinsam schlauer. Wehe dir, Honey. Ich stehe hier am Kopf und du wirfst sie bitte woanders hin. Dankeschön. Ich habe schon innerlich damit gerechnet, dass mich die Bombe jetzt doch noch wegfickt. Aber okay, alles gut. So, ich habe meine drei Megatränke benutzt. Maximal vier sollte ich nehmen, weil anschließend halt, ja, mehr kriege ich aus der Honigbox nicht raus. Und weiter geht's mit Kommentaren. Ja, ach, wie gut, dass niemand weiß, dass Melinxe in fremde, Gärten scheißt. Auch ein schöner Reim. Okay, warte, ich suche noch nach Sachen, die ich vor... Also, eigentlich kann ich alles vorlesen, aber erstmal bin ich gerade im Kampf drin. Ich suche nach Sachen, die ich vorlesen kann, im Sinne von, da habe ich noch im Kopf, worum es gerade ging. Ich bin ja tatsächlich... Ich habe X gespammt, verdammt. Nicht ganz so auf dem Laufenden beim Kommentare lesen, wie auch schon auf YouTube. Ich sehe den Kommentar und überlege erstmal so eine halbe Stunde, worüber war der denn jetzt? Was hast du da wieder für ein Bullshit gelabert? Aber na gut. Manchmal, aber nur manchmal, erinnere ich mich sogar daran, was ich gesagt habe, aber das ist dann, willst du mich verarschen? Eigentlich eher selten. Fläch ich dich halt nicht, ne, wenn du nicht willst, was ich dir tue. Dann füge ich es halt einem anderen zu. So einfach ist das. Scheiß auf Standard-Sprichwörter, wir können hier neue Sachen rausmachen. Nein! Ach, will ich einmal schlau sein und zur Seite rollen und dann geht die auf Honey. Es kann doch nicht sein, dass ich jedes Mal einfach von so einem scheiß Farmstream
gegen eine gottverdammte normale Ratian abkacke. Ich weiß, kann mich an Zeiten erinnern, als die noch gar kein Problem war. Als ich da hingegangen bin, yo, Ratian, heißt für mich Frühstück morgen. Ach nein, Montagmorgen vor dem Mittagessen. Und jetzt bin ich hier und denke mir, yo, Ratian, kann man auch mal einen Tag mit vergeuden. Och man, weil man sich so beschissen anstellt wie ich. Egal, sie kann auch nicht treffen, das ist das Wichtigste, dass ich hier nicht alleine bin, sondern dass auch sie ab und zu mal komplett in die falsche Richtung schießt. Macht sie allerdings seltener als ich daneben schlage. Nicht nochmal, Ratian. Einmal werde ich definitiv davon getroffen. Zweimal trägst du mich vielleicht auch noch aus, aber spätestens beim sechsten Mal denke ich dann daran, dass da etwas kommen könnte. So. Genug rumgespielt, jetzt können wir auch endlich anfangen, hier noch einmal daneben zu schlagen, weil es sieht einfach so cool aus. Wenn die da ihren epischen Matrix-Move nach hinten macht, dann muss man einfach daneben schlagen, nur damit sie sich besser fühlt. Es ist doch doof, wenn man als einziger an so einer Quest Spaß hat. Nein, auch das Monster, das ja nun eindeutig zu Tode verurteilt ist, soll ja nun sein letztes Mal noch bekommen. Die letzten Worte sollen gesprochen werden und im Allgemeinen muss man dem halt auch mal was gönnen. Vor allen Dingen ihr, ne? Wenn man da schon so viele perverse Geschichten sich ausgedacht hat, dann muss man da auch ab und zu mal kurz innehalten. Und jetzt versuche ich nichts Perverses zu sagen und deswegen halte ich einfach mal den Mund. So, wenn der Kopf nicht getroffen werden will, gehen wir halt ein bisschen auf die Beine. Ich meine, wir stehen hier gerade so schön, das passt. Haben sogar beinahe keinen Schaden bekommen. Bin ich ja mal richtig froh drüber. Ich glaube, da bleibe ich jetzt einfach bei. So ein bisschen, ja, gezielter zu schlagen. Jetzt bitte zur Seite, dankeschön. Vielleicht schaffe ich auch irgendwann mal hier mich irgendwo... Alter, nein! Mann! Hallo, Honey. Eine Gegengeflöte wäre für dich vielleicht auch nicht gerade unnütz, gerade so in einem Kampf. Weil würde ich ganz gerne mal wissen, wie viele Punkte die dann durch so eine G-Ratian bekommt. Ich hoffe, es werden so mindestens 20 sein. So, wenn ich jetzt die Schockfalle lege, was ich ja gerade tue, haut die bestimmt innerhalb von ein paar Sekunden wieder ab, oder? Oder? Nein! Sie kommt sogar rein! Wie geil ist das denn? Meine Güte, das ist ja super geil. Ausnahmsweise mal schafft es das Monster, direkt in die Falle reinzurennen. Und ich denke, sie müsste eigentlich jetzt ungefähr fangbar sein. Also nach den nächsten drei Power Pounds und dann theoretisch innerhalb der nächsten paar Schläge auch umkippen. Mal sehen, wie hart ich mich damit gleich vertan habe. Ich denke, wir sitzen hier noch so 15 Minuten an dem Kampf dran. Könnte ich mir leider sehr gut vorstellen. Verdammt. Treffen halt eben mal wieder komplett überhaupt nicht. Eigentlich wollte ich nämlich den Schlag machen. Der hätte vorhin nämlich getroffen. Genauso wie der Golfswing. Der hätte auch den Gegner erwischen können. Hey, ich hatte recht. Aber na gut. So haben wir halt eiskalt daneben geschlagen. So. Kommentare über Kommentare. Vor allem so viel, dass ich nach oben scrollen muss. Sehr schön. Ihr schaut mal, ob ich hier irgendwas Wichtiges bekomme, ne? Scrollen ist gerade mit dem Mauspad irgendwie schwierig. Ah, komm schon, da. Günther sieht einfach keinen mehr mit Gewehrlens oder Hammer. Das ist sehr schade. Und Eringar findet die Gunlens nach MHFU eigentlich auch irgendwie scheiße. Ich finde die eigentlich gerade bei Portal Berserk mit diesem Schlag auf den Boden gar nicht so beschissen. Also, die hat schon coole Sachen mit dazu bekommen. Günther benutzt sie auch gerne. Der Scrub Knight Armor Steam hat geschrieben. Steam schreibt einen langen Text. Steam. Jo. Dich überspringe ich mal. Du bist nicht böse, das weiß ich. Günther fragt, ob ich mein 3DS zurück habe. Nein. Genau, das war ja das Thema beim letzten Mal. Das kann ich gut aufgreifen. Danke, Günther. Ich habe mein 3DS immer noch verborgt, weil ich einfach manchmal viel zu nett bin. Und den bekomme ich erst zu meiner Geburtstagsfeier wieder zurück. Es war so klar, dass ich nichts bekomme. Alter, wie verwirrt die Ratian schaut. Ja gut, wenn ich da so
Hammer ins Face gehauen bekommen würde. Weil ihr guckt in die falsche Richtung. Das ist, sieht voll gespielt aus. Ich schlag von rechts oben nach links. Ne, von rechts unten nach links oben. Und ihr Kopf dreht sich in die andere Richtung weg. Schade war's. Na gut, genau. Und ich konnte mir auch Tri-Ultimate nicht holen. Dementsprechend. Ich habe sogar extra auf der Wii U geschaut. Dort wurde es mir sogar angezeigt mit hier 33% Rabatt. Und da wollte ich auf Kaufen klicken und da stand da: Gehen Sie bitte mit dem 3DS online, sonst können wir Ihnen das nicht verkaufen. Deswegen wurde das nichts. Muss ich halt doch nochmal 27 Euro mehr sparen. Oder 17? Wahrscheinlich eher 17. So, ich muss da ganz kurz die Items durchgucken, die ich so bekommen habe. So, auf gut Glück. Nee, gut. Hat sich's gelohnt wegzugucken. Gab eh nichts Ordentliches. So, okay, dann geht's weiter mit, okay, Eriga meint, ab 4 Ultimate ist der Schaden einfach lächerlich, der Gundance. Da ich das halt noch nicht gespielt habe, kann ich dazu nichts sagen, aber ich vertraue dir einfach mal oder lese weiter Kommentare. Was mache ich eigentlich hier, außer Honig sammeln? Wahrscheinlich wieder abbauen. Denn jetzt muss ich mich konzentrieren. Ich habe euch den Rayan versprochen. War ich mal wieder zu übermütig. Also werdet ihr den Rayan auch kriegen. Wir haben ja jetzt die letzte Einladung sogar tatsächlich schon geschafft. Ich kann es jetzt endlich sagen, ohne zu spoilern. Und das heißt, wir können jetzt theoretisch mutig uns dem Kind der Zerstörung stellen. Wobei ich da eigentlich demnächst mal auf die Hörner gehen müsste, weil ich glaube, für das Rüstungsteil, was ich vorhin angesprochen habe, fehlen mir noch Hörner. Ich weiß es nicht, aber es kann durchaus möglich sein. Und deswegen sollte ich die wenigstens vorsichtshalber mal kaputt machen. Allerdings oberstes Ziel erstmal den Typen überhaupt zu töten. Wenn wir das halbwegs ordentlich hinkriegen, können wir nochmal darüber reden, uns irgendwo drauf zu konzentrieren. So, natürlich brauche ich erstmal wieder Tränke, was ich mal wieder nicht mitgenommen habe. Bitte. Da, hi Agent 5566, willkommen im Stream. Wie du merkst, ich bin ein bisschen hinterher mit Lesen. Trotzdem schön, dass du mich gegrüßt hast und alle anderen. Okay, Agent ist auch gerade am Zocken, dann viel Spaß dabei. Günther ist krank, dann dir schon mal gute Besserung. Krank sein ist immer scheiße, vor allem wenn man nebenbei aufnehmen muss. Dann bist du voll verschnupft und verrotzt, kriegst eigentlich nicht mal wirklich Luft reingeatmet und dann sollst du noch aufnehmen. Das waren für mich immer die schönsten Tage. Ich meine, mit nur gebrochenen Armen, das geht ja noch. Du spielst halt ein Spiel, was man halt nur mit einem Arm spielen kann. Unholy Heights. Und das geht ja noch. Die machen auch Spaß und Indie-Spiele sind immer mit viel Liebe dargestellt. Alles schön. Aber wenn du richtig verschnupft und krank bist, das ist dann immer so beschissen. So sitzt du so da und denkst dir auch, nö, jetzt habe ich schon wieder meine PSP kaputt gemacht, weil da so ein scheiß Schnupfentropfen draufgefallen ist. Ach, Menno. So, ich sollte nicht ganz so viel rumlabern und vielleicht mich ein bisschen besser auf alles drauf vorbereiten. Deswegen hatte ich nur so wenig davon, weil ich noch nur noch ein helles Extrakt hatte. Verdammt. Na gut, dann ist das halt eben jetzt auch weg. Ich nehme trotzdem nur die normalen Panzer heute mit. Da können wir gleich mal schauen, wegen Stacken und so. Ich denke zwar nicht, dass ich beim Rayan so lange überleben werde. Und ich denke auch nicht, dass ich die Zeit haben werde, dann irgendeiner Weise nachzuschauen. Aber na gut. So, kann ich mich noch daran erinnern, wie es bei den anderen war? Ich habe bei letzter Einladung die Fallgrube immer gelegt, wenn er wütend war. Das heißt, jetzt wird es andersrum sein, dass ich die Fallgrube legen muss, wenn er normal ist. Okay, das heißt, wir können direkt mit der Fallgrube in den Kampf starten, sozusagen. Da habe ich natürlich keinen Platz mehr. Dann, na komm, geht die Megapanzerhaut weg. Gebratenes Steak, Netz, das habe ich jetzt eigentlich alles mit dabei. Weitestgehend, auf jeden Fall nicht vergessen zu essen. So, Agent 5566 zockt übrigens MAFU. Sehr schönes Spiel, kann ich nur empfehlen. Was mir gerade einfällt, du hättest dich auch mit deinem DS im eShop anmelden können. Ja, ich hätte mich auch mit meinem DS im eShop anmelden können. Gibt es allerdings zwei Probleme. Und zwar, das erste Problem ist, dass, zumindest war es früher so, dass der DS mein WLAN nicht anerkannt hat. Also das normale WLAN hat irgendwie nicht funktioniert.
Allerdings haben wir jetzt einen neuen Router, vielleicht wäre das gegangen. Allerdings Problem Nummer 2. Ich habe mein DS verbockt. Wenn ich mir das mal so vor Augen nehme, ich bin irgendwie echt zu sehr damit beschäftigt, Sachen zu verborgen. Übrigens, der DS ging an einen anderen Freund, das weil der Pokémon spielen wollte. Irgendwie haben die DS verborgen Sachen meistens was mit Pokémon zu tun. Ein Fall für die Illuminaten. Und ich hätte auch noch gebratene Steaks und so ablegen können, aber ich denke, jetzt passt das halbwegs. Na gut, dann auf geht's. Viel Spaß, mal sehen, wie lange wir überleben werden. Der Schaden des, das LS, nicht der Gunlands. Wahrscheinlich bei dem Schaden, was genervt wurde. Okay, die werden schon wissen, worüber sie reden. Ist immer doof, wenn man zwei Sachen gleichzeitig machen muss. Man muss lesen, spielen und reden. Sogar drei Sachen. Seht ihr selbst, rechnen. Vier Sachen, atmen, fünf. Meine Güte, da verkackt man immer irgendwas davon. So, jetzt mal ganz kurz schlau nachgucken. Habe ich das Gegengift abgelegt? Ja, habe ich. Okay, es ist schon mal schlau. Ich habe die Kaltgetränke mit, das ist auch nicht dumm. Ich habe Farbbälle, okay. Blitzkäfer habe ich, denn Bombenmaterial habe ich auch. Ich habe Netze, habe ich Blitzbomben mit. Da geht das Problem scheinbar los, denn die habe ich... Doch, da oben habe ich. Sehr schön. Dann sollte ich als Wichtiges dabei haben, bis auf meinen Skill, wie ihr vorhin gesehen habt. Den habe ich wahrscheinlich wieder vergessen. Na gut, genau, er meinte von LS. LS wurde genervt. Okay, dann, gut. Habe ich das falsch verstanden? Weiß ich trotzdem nicht, weil ich vor Ultimate noch nicht gespielt habe. So, dann Basarios mit Gunlands. Jetzt nicht und allgemein nein. Wenn, dann Basarios mit Bogen. Weil das wollte ich ja sowieso noch probieren. Für die Stab Basarios Flügel, für den Aquawächter. Genau, Gunlands ist gut gebalanced, meint hier gerade unser lieber Steam. Man muss mit den Schusstypen richtig umgehen können. Und ich, tut mir leid, ich muss gerade den Chat ignorieren, weil sich da so ein scheiß Affe unbedingt der Meinung ist, er müsste hier in meinem Let's Play eine wichtige Rolle spielen. Weiß auch nicht wieso, aber irgendwie ist der der festen Überzeugung, ich muss hier jetzt Theater machen. Und da sage ich ihm... Fuck you, I'm gonna fucking kill you. Hoffe ich zumindest. Also mit Gunlands haben wir es, glaube ich, zwei, dreimal geschafft, den wütend zu machen. Allerdings war ich direkt nach den ersten zwei Sekunden tot. So, einfach nur tot. Tote am todesten, der Sinu. Und das versuche ich jetzt schon mal zu vermeiden. Das habe ich auch schon geschafft zu vermeiden. Wenn man es so sieht, immerhin lebe ich noch. Yay. Honey hat zwar einen Abgang gemacht, aber... Ach, verdammt, es war zu weit gesprungen. Aber was soll's, passt trotzdem. So, ich werde das Ganze wieder ein bisschen versuchen, ruhig anzugehen. Das heißt, nicht auf Teufel komm raus Schaden zu machen, sondern auf Teufel komm raus erstmal zu überleben. Apropos überleben und apropos Schaden. Ich habe da doch noch was in meiner Tasche. Das sollte ich vielleicht irgendwann mal benutzen. Jetzt zum Beispiel Megadämonmittel. Jetzt springt er mal nach hinten, jetzt ganz kurz wegrennen. Er geht auf Honey, perfekt. Kann man auch die Panzerhaut und so reindrücken und dann vielleicht auch schon den ersten Trank schlucken. Im Moment haben wir keinen Honig mitgenommen, das heißt, wir haben da nichts zum Nachkombinieren. Der König auf seiner Insel. Arrr, wie schön für ihn. Fuck you, so wird das mit mir nix. So, wie gesagt, die Fallgruben müssten jetzt theoretisch funktionieren, wenn er unraged ist. Also hier so ganz normal wie jetzt. Allerdings geht er gerade so böse auf mich, weil Honey nicht da ist, dass ich die auch jetzt nicht unbedingt legen will. Beim besten Willen, nein. Vielleicht später einmal. Genau, jetzt ist Honey da, wenn er sich jetzt kurz auf sie konzentriert. Dankeschön, dann können wir die Fallgruppe legen. Dann am besten den nicht wütend machen, weil das wäre ziemlich kacke. Und jetzt warten, dass er hierher kommt. Wenn ich jetzt noch Signal geben könnte, wie in dem guten alten Monster Hunter Troy Ultimate für Kayamba und Chacha, wäre das auch ganz geil. So müssen wir halt 2 Sekunden warten, bis Honey tot ist. Ja, wollte schon sagen, hier hält aber lange durch. Plötzlich war sie weg. Und jetzt müsste er eigentlich genauestens da rein. Warum nicht ganz sicher, ob er daneben springt oder aber doch rein. Deswegen habe ich jetzt mal wieder ein paar Sekunden verdeppelt. Aber wie gerade beschrieben, lieber schön ruhig, als hier irgendwie doch noch sterben. Haben wir sogar perfekt abgetimt. Jetzt ist er direkt das erste Mal wütend und mal sehen, wie viele Millisekunden wir da überleben.
Meine Zeit läuft. Schöne Ecke. Schön, dass die irgendjemand da hinten unbedingt platzieren musste. Der hat große Arme, muss man tatsächlich aufpassen. Der Schlag geht weiter, als man denkt. Da fällt mir gerade ein, wir haben weder bei Hani nachgeguckt, wie viele Punkte die hat, noch haben wir die Gesundheitsflöte. Ich meine, die wäre jetzt irgendwie ganz dezent hilfreich. Aber nein, der gute alte Dino musste die ja zwangsweise verlernen, bevor wir Punkte für das nächste haben. Nur weil er gesehen hat, aha, es ist theoretisch möglich. Ja, muss man unbedingt direkt alles verlernen, was man sonst noch so hat. Ganz, ganz wichtig, da nicht zu warten. Okay, selbst wenn sie es hätte. Ich denke nicht, dass sie es schon jemals damit gespielt hätte. Ich meine, ne, die ist einfach die ganze Zeit tot. Ab und zu mal kann sie ein bisschen Kanonenfutter spielen. Und ansonsten ist sie halt da, ne? Die gute alte Ich bin da und versuch mein Bestes zu geben, Maniere. Oh, das tut bestimmt weh. Alter Schwede. Der Angriff sollte mich bitte nicht treffen. Apropos Status 602 Verteidigung. Der Fahrt kann ich wohl nicht mehr. Okay. 602 geht klar. Nee, ich hatte 602. Das ist der Angriff war so bei 1000 noch was. Ich hasse Ecken. Da kommt man einfach nicht weg. Egal, so, das war jetzt mal ein bisschen rumgeblödelt. Er ist wieder normal. Wir haben die erste Wütenphase überlebt. Woo, Freunde. Und weiter geht's. Ich muss mich gerade hart konzentrieren, deswegen sind meine Gefühle ein bisschen eingeschränkt. Das tut mir schon mal leid. Ich werde vielleicht auch anfangen, ein bisschen monoton zu reden. Ihr kennt das ja von der letzten Einladung. So, erstes Mal eine Quest. Also, allgemein, erstes Mal eine Quest ist meistens so was Besonderes für mich. Muss ich immer ein bisschen anfangen, ruhig zu bleiben. Steam, beantworte mal alle Kommentare. Das wäre sehr nett. So, hier muss ich noch langsam aufstehen, schnell das Schwert wegstecken. Das ist auch der genialste Vorteil zwischen Schwert und Schild und Gundance. Man braucht nicht 5 Stunden, um seine Waffe wegzustecken. Vor allen Dingen müsste man die Waffe nicht mal wegstecken, weil man die jetzt auch so benutzen könnte. Aber der gute alte Sino hat selbst das wieder vergessen. Ah, gut, dass es mir doch noch eingefallen ist. Yay, Wildenphase Nummer 2. Wie schön. Hey, Junge. Okay, geh weg, ich kann schärfen. Alles in Ordnung. Ah, zum Glück haben wir ja gepaintet, können wir auch verfolgen. Alles gut, alles schön. Es läuft eigentlich relativ gut. Nicht so nach dem Motto, ja, ich werde das Ding locker rocken, aber zumindest bin ich noch nicht tot. Da bin ich tatsächlich von mir selber unglaublichst überwältigt, dass ich schon eine Wütenphase überlebt habe und die zweite jetzt ein bisschen ausharren könnte. Wo ist er eigentlich hingesprungen? Komm, ich zeig dir die Welt. Einmal überall hin, bloß weit weg. In 80 Tagen um die Welt. Rayang schafft das in einem Sprung. Na okay. Aber gut, da unten bräuchte ich theoretisch kein Kalkgetränk. Habe ich jetzt schon genommen, daher bringt mir das theoretisch auch nichts mehr. Ich kann allerdings mal ganz schnellstens hier die Fallgrube nachkombinieren. Wenn er wieder normal ist, können wir theoretisch gleich die nächste legen. Ich versuche. Ach nee, wir sind hier. Ich habe nichts gesagt. Ich dachte, wir wären woanders. Der müsste rechts von mir sein, also dort. Hm, Kalkgetränk hat aufgehört zu wirken, als wenn ich es hervorgerufen hätte. Fuck you, Rayang. Und deine Aura, dass ich mach alles tot. Ganz wichtig, Kalkgetränk reinnehmen. Honey ist schon wieder weg. Frücht draußen und direkt wieder verkrault. Sage mal, Rayang, wie willst du da eine nette kleine Feline für zu Hause finden? Es wird doch so nichts. Du kannst doch nicht die ganzen Anwärterinnen, die unbedingt für dich ein bisschen blasen wollen, direkt wieder unter die Erde schicken. Das geht doch so nicht. So wirst du nie das Blasebalg fürs Leben finden. Gut, Honey ist sowieso meine, also verstehe ich, dass du da nicht so viel Interesse dran hast. Aber man muss auch die Kleinen mal ein bisschen ehren. Ansonsten wird das mit dem Großen nichts. Weiß doch, wer den Penny nicht ehrt, ist den Taler nicht wert. Nix gegen dich, Honey. Nein, verdammt, da bin ich sogar noch reingerollt. Das war dumm. Okay, ich habe nicht allzu viel verloren. Allerdings eine böse Kombo und ich bin weg. Nicht, dass das immer so wäre beim Rayang, aber... Nein, verdammt, nicht schon wieder reinrollen. Hab sogar daran gedacht. Sino, du musst jetzt rollen. Und ich bin gerollt. Allerdings in die falsche Richtung. Das war ziemlich dumm von mir, aber na gut. Ein bisschen extra Honig hätte wahrscheinlich nicht mal ansatzweise geschadet, oder aber
will ja nichts sagen, aber so eine Gesundheitsflöte wäre ja schön gewesen. Muss ja keine echte sein. Aber grundsätzlich so ein bisschen gesundheitsflöterig wäre schon extrem schön gewesen. Verdammt, jetzt wollte ich eigentlich die Fallgrube legen. Na gut, was soll's. Legen wir halt eben erstmal die Schockfalle und schauen, wie lange er da drin bleibt. Immerhin ist Honey da. Er geht sogar auf Honey. Leg schneller, leg schneller, leg schneller, leg schneller. Ja, gut so. Scheiße, richtig beschissen. Richtig, richtig kacke. Alter Schwede. Schaden vor dem Wind. Egal, ich will wenigstens die Falle jetzt noch ein bisschen ausnutzen. Weil solange ich hier halbwegs gut stehe, sollte mir ja nichts passieren. Ungefähr hier. Hier stand ich gut. Hier stand ich schön. Alles in Ordnung. Nur noch zwei Megatränke. Ich habe Angst. Fuck. Okay, passt. Alles gut, alles schön. Dann nicht extra Megatränke verschwenden. Ich muss bis zum ersten Hilfearznein zumindest noch irgendwie durchkommen. Klingt an sich eigentlich nicht so schwer. Warum witzig? Fuck. Dumme Idee. Dumme Idee. Dumme. Oh, perfekt. Easy peasy. Like I give a fuck, bitches. Sehr schön. Ja, jetzt bloß wieder nicht in den Angriff reinspringen. Das war ja auch beim ersten Mal so fucking fail. Natürlich. Reiß mich noch mit. Du bist echt eine ziemlich mitreißende Persönlichkeit. Um nicht zu sagen umreißend. Oder hinreißend. Meine Fresse, Junge. Entscheid dich mal. Jetzt bin ich wieder gerade in der Down-Phase. Jetzt habe ich gerade wieder meine Sekunden, in denen ich sterbe. Habe ich Maxi-Tränke mit? Ich glaube nicht. Verdammt. Weiß ich, was ich vergessen habe. Ah, fuck. 5 Minuten. Woo! Nein, sogar fast 10. Meine Fresse. Neuer Rekord. Und ich habe echt keine Maxi-Tränke mitgenommen. Captain Kompetenz. Zu ihren Diensten? Oh, nö. Wisst ihr, wie abfuckt der Kampf jetzt ohne Maxi-Tränke sein wird? Ich bin doch sowas von Insta-Dead. Meine Fresse. Na gut. Kann ich mir fürs nächste Mal vormerken, definitiv Maxi-Tränke mitnehmen. Und am besten mehr Megatränke. Weil die sind ja auch schon ziemlich nah am Weg sein. Das sind jetzt übrigens 350 Angriff und... Okay, es gibt 10 Verteidigung in die Panzerhaut, geht klar. Ich sollte auch unbedingt den Farbball wieder mit rausholen. Kann ich noch legen? Ich kann noch legen. Noch hat er mich nicht bemerkt. Wenn er ganz, ganz ruhig bleibt und sich ganz, ganz langsam bewegt, haut er wahrscheinlich ab. Nein, 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 böser Ryan. Ganz, ganz böser Ryan. Bleib hier! Nein! Komm zurück! Komm zurück! Five, five! Hast mir nicht mal eine scheiß Tür gelassen, wo ich mich drauflegen kann, um mich an dich zu erinnern. Nein, du haust einfach ab! Ach, meine Fresse! Manometer! Na gut. Blitzbombe parat haben, falls er wieder wütend wird. Nochmal sterben will ich nämlich nicht. Oh, welch Wunder. Und auf geht's. Ich glaube, der hat wirklich nur die 2 Gebiete. Das heißt, es war verdammt dumm von mir, die da zu legen. Aber das, wie gesagt, seid ihr ja gewohnt. Ich muss erstmal ein bisschen abwarten, bis der wieder normal wird und kann ihn... Ne, warte, bis er wieder wechselt. Nein, meine Güte. Das ist das mit dem Thema, ich weiß nicht, was ich sagen soll, wenn ich reden muss. Also, nochmal von vorne. Wenn der wütend wird, kann ich meine Blitzbombe werfen. Deswegen habe ich die hier so ausgewählt. Ich weiß, der spackt dann rum wie der letzte Affe. Da ist Revolution nichts dagegen. Planet der Affen. Ich Vulkan der Affen. Das erklärt, warum er so weit springt. Das Ding heißt ja schon Planet der Affen. Egal. Und, ja, ich gehe jetzt wirklich noch vorsichtiger vor. Okay. Geh ans andere Ende der Map. Ist ja nicht so, dass du dir damit mehr Arbeit machen würdest, ne? Wenn du wenigstens ein bisschen Ausdauer verlieren würdest. Okay. Aber so springst du halt und ich komme halt hinterher oder eben auch nicht. So, jetzt habe ich wieder ein bisschen Footstep-Schaden bekommen. Ich denke, jetzt bin ich schon... Jetzt könnte mich so ein Schlag schon fast umbringen. Ich weiß, ich habe meine
DPS, meine Damage per Seconds, jetzt schon so weit nach unten getrieben, dass sie beinahe Null erreichen. Warum war ich da noch drin? So schwer ist der Fettwanz doch nun wirklich nicht. Alter, hör auf mich zu trollen, Junge. Hör auf mich zu trollen. Ich weiß, du bist ein ziemlicher Affe, so ein richtiger Spieleaffe. Wahrscheinlich wurde nach dir sogar die Internetseite benannt. Aber du musst doch trotzdem nicht regelmäßig sowas machen. Na, ich bin der Rajang, ich muss oben drauf stehen. Ich bin der König der Berge. Das Kind der Zerstörung. Wow, kommst nicht mal bis hinten. Was für eine unglaubliche Zerstörung. Verdammt, da bin ich reingerollt. Ich dachte, er springt nicht nochmal. Ich dachte, ich hätte seine Bewegung schon verinnerlicht. Und dann war er innerhalb von mir. Verdammt. So, bis zu den Erste-Hilfe-Arzneien habe ich es ja jetzt vorhin nicht geschafft. Umso bedrückender. Ich glaube allerdings trotzdem, dass der Kampf noch nicht gelaufen ist. Noch habe ich zwei Lebensanzeigen, die ich locker verspielen kann. Ich habe zwar meine Anspannung verloren, was immer ein schlechtes Zeichen ist. Da kommt der so weit? Ich dachte, der bleibt kurz vor mir. Also, Erin gab nur so Noob Down, First Platz, Steamclaw, Cake, Learn to Play, Get Good, Scrub, Gut, Owned, Get Wrecked. Ja. Mann, ich weiß, es war nicht gut. Der Anfang war gut. Und dann hat er das Gebiet gewechselt. Und dann hat er wieder das Gebiet gewechselt. Daran liegt's. Meine Fresse. Ja, du verborgst aber auch echt alles, Alter. Ich lauf gegen die Wand. Da wusste ich genau. Und für Eringar meint jetzt bloß, ich zitiere, ist auch gut gemacht, aber mir hat das Simple-System, also wahrscheinlich vom LS, wenn ich das nicht so verfolgt habe, in MLFO besser gefallen. Da wusste ich wenigstens, was passiert, wenn ich die Knöpfe drücke. Noob Down First Blood, genau. Und das kleine Yoshi ist nicht mehr da, er muss jetzt Tsinoko verprügeln, okay. Oh, verdammt, ich laufe im Kreis. Steam Minecraft ist so, der Anfang war gut, doch er war nicht schön. Kann ich so gut wie er, oder wie der echte, aber ja, ich weiß, worauf du anspielst. Und doch, er war schön. Für meine Verhältnisse war er schön. Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Genauso wie die Faust des Rajans in meinem. Der drückt mir seine Schönheit förmlich auf. Ah, meine Güte. Könntest du jetzt bitte wieder hierher kommen? Warte mal, hier habe ich scheiße gekämpft. Ich gehe mal rüber. Ich gehe mal auf die andere Seite. Hanni rennt da auch mit rein. Frohen Mutes. Mit voller Kraft. Rennt sie in den Rajang und ist, glaube ich, schon verprügelt worden. Nein, noch ist sie da. Oh, meine Güte. Ich habe vergessen, die Tränke zu nehmen. Verdammt ich nochmal. Jetzt die Frage, sollte ich die wirklich nehmen oder nicht? Ich meine, zu viel brauchen wir fast 40 Minuten für den. Ach komm, ich schaff das Ding jetzt noch, ne? Wechsel halt wieder. Bin extra zu deinem scheiß Kackspot gegangen, wo du jeden Tag rumscheißt. Und deine Fäkalien liegen lässt, nur damit du zufrieden bist und dich heimisch fühlst. Und dann wechselst du. Auch noch ein Gebiet, wo nicht meine Falle liegt. Meine Fresse. Oder liegt die hier? Nee, hier nicht. Das war das andere rechts drüben. Hasso, fang das Stöckchen. So sah es gerade aus. Meine Fresse. Wie lange habe ich jetzt keinen Schaden mehr gemacht? 5 Minuten? Passt ungefähr ziemlich gut. Ich will aber nicht einfach reinspringen. Ich weiß, eigentlich müsste ich das überleben, aber ich bin da so... Ich bin da ein bisschen gehemmt. Ich habe da so meine Hemmschwelle und die ist es nicht so leicht zu überbrücken. Vor allem, wenn er die ganze Zeit diesen scheiß Hop nach hinten macht. Meine einzige Schwachstelle, mein Kryptonit, meine Achillesferse. Dieses Hoppen nach hinten. Der scheiß Hoppenheimer macht das aber die ganze fucking Zeit. Das Hoppen geht ja noch in Ordnung. Da komme ich ja, wenn ich einmal halbwegs in Angriff bin, wieder noch ganz gut weg. Yay, er ist wütend.
Aber ansonsten, naja, okay, wir können festhalten, dreimal wütend habe ich immerhin geschafft. Ich würde schon sagen, soweit. Ah, der kommt echt so viele Kilometer? Meine Fresse, wie viel Treibstoff der sonst verbrauchen würde. Den könnte man fast als Airline benutzen. Die wahrscheinlich auch niemals so häufig zu spät kommen würde. Heute fliegen sie mit Royal Airlines. Dem vertrauensvollsten Weitflieger, den es weit und breit EU-West gibt. Ich muss auch mich mir angewöhnen, bei diesem Sprungangriff nicht so schön, wie ich es bisher mache, zweidimensional wegzurennen, sondern vielleicht mal zur Seite zu rollen. Du bist doch gestaggert, Junge. Mädel, was machst du? Was auch immer du bist. Hör auf damit. Honey ist wieder da. Schön. Ein, ja, Honey bläst für mich. Angriff hoch, Status 306, ich glaube, ist nochmal gestiegen. 364 müsste unser Umgang sein. Ich weiß es leider nicht genau. Wie immer, ihr dürft mir dazu gerne was hinschreiben. Ich habe die Zahlen leider gerade nicht weit genug im Kopf. Hey! Ja, wir haben schon wieder wütend überlebt. Kann es sein, dass ich nur sterbe, wenn der Typ hier unraged ist? Obwohl, einmal glaube ich sogar bin ich gestorben, als er wütend war. Also wollen wir mal nicht so laut voraussaunen. Den Angriff kenne ich inzwischen. Oh mein Gott, Sino hat sich was gemerkt. Ein Wunder ist geschehen. Aber gut, wir haben fast schon 20 Minuten überlegt. Vor allem war der jetzt wütend. Und schaut auf meine Blitzbomben. Schaut auf meine verkackten Blitzbomben. Wie viele ich benutzt habe. Richtig taktisch schlau. Möglichst wenig Items benutzen. Nicht reinrennen. Muss ich mich ganz kurz daran erinnern, nicht dumm zu sein. Muss ich regelmäßig machen. Ist gerade in Klausuren immer schlimm. Sino, jetzt nicht dumme Sachen hinschreiben. Du weißt das besser. Also mach's auch besser. Das war verdammt nochmal knapp. Deswegen hätte ich wieder links rumlaufen sollen. Egal, jetzt bin ich ja richtig rum. Alles gut, alles schön. Genug gesprungen. Nein, er muss unbedingt noch gegen die Wand gehen und dann da sein. Spin me right round Angriff machen. When you go down, when you go down, down. Nein, fass nicht den Sinu. Der schmeckt nicht, der hat sich mit Kot eingerieben. Der ist ein beschissenes Mal. Och nö, ich hasse diesen Angriff. Hallo? Eine Umarmung kostenlos für Sie? Aber gerne doch. Habe ich immer im Angebot. So, Honey, wäre jetzt sehr nett, wenn du wiederkommen würdest. So weit kommt er nämlich definitiv nicht. Das wäre ziemlich mies. Vorrat geliefert! Darf ich noch einmal sterben? Ich glaube nicht. Das heißt, wir scheißen mal auf den Vorrat. Es werden eh bloß Heilmittel sein. Noch habe ich welche. Wir holen die uns nachher. Wetzen mache ich mal auch nicht. Das ist auch so eine Option, die sollte man nicht unbedingt jetzt durchführen. Hier noch zwei, dreimal schlagen. Der sollte eigentlich... Was macht der? Ah, er ist nur gesprungen. Oder wieder zurückzuspringen. Oh, sehr schlau. Der weiß, wie man dem Jäger Schaden macht. Nämlich exakt so. Bunny Hopping vom Feinsten. Hast schon mal nachgedacht, COD zu spielen? Du wärst da aber voll, ja, Bro. So, nächstes Mal wütend. Ich will eigentlich aus dem Gebiet raus. Ich will hier raus, ich will hier raus. Scheiße. Wo ist das Scheißende? Komm schon. Dankeschön. Alter, noch einen halben Kilometer weit weg. So, Sachen holen, Sachen nicht holen. Definitiv erstmal wetzen. Definitiv auch erstmal Farbball werfen, sonst... Such ich den Typen noch? Meine Güte. Sino. Eringa bittet mich. Der Anfang war annehmbar. Komm schon. Ah, verdammt. Ganz knapp daneben. Aber knapp daneben ist er leider auch vorbei. Alter, willst du mich verarschen? Dankeschön. Weitermachen. Ich habe immer noch meine Blitzbomben, fällt mir ganz so kurz ein, aber während der Typ wie dort mal ein auf ich bin der größte Macker und Macho over 9000 macht, ziehen wir unsere Kräuter hinter. Ich meine, so ein bisschen Kraut tut immer gut. Man muss es sicher nicht immer spritzen, man kann auch mal ein bisschen davon einrauchen, ein bisschen einbalsamieren. Wenn man mal noch 9 Stück dabei hat, muss man mal ein bisschen kreativ sein. Ich meine immer nur dasselbe. Das ist ja auch irgendwann dann nicht mehr das Wahre. Es sei denn, man nimmt das Reine, dann ist es schon das Wahre. Aber ansonsten, ha,
Ihr wisst, was ich meine. So, wir gehen jetzt erstmal unsere ersten Hilfearzneien snacken. Ich bin mir ziemlich sicher, dass meine Fallgrube schon kaputt ist. Apropos Fallgrube. Yay, wir haben noch eine. Sag mir bitte, dass Bonusbomb mit dabei sind. Oh, Giftwurfmesser. Das ist wiederum ziemlich cool. Das heißt, ich kann den mit den Giftwurfmessern bewerfen, mich in meiner Ecke verkriechen und heulen und ihn dabei zusehen, wie er stirbt. Das ist doch mal tatsächlich eine sehr annehmbare Aussicht. Kann man mal machen. Wie es immer so schön heißt. So, apropos kann man mal machen. Honey, hast du Bock, mir auf der Flöte wieder einzublasen? Nein, gerade nicht. Schade. Dein Angriff und Verteidigung leider doch so niedrig, wie es ist. Habe ich keinen Ansporn, besser zu werden. Verdammt. Na gut, wir fangen direkt mit den Giftwurfmessern an. Während er noch wütend ist. Voll die geile Idee. Anschließend dann hoffe ich, dass der nicht mehr wütend ist. Ich den meine Schockfallgrube reinhauen kann. Und der am besten dann dort drin, dank des Giftes, noch stirbt. Wenn dann das Gift weg ist, renne ich zurück, hole die nächsten Giftwurfmesser, mach das Ganze nochmal, bloß leider ohne Fallgrube. Kann ja nicht alles haben. So, wie sieht's aus? Yep, er ist schon mal wieder normal. Guter Schritt nach vorne. Zack, yay, guter Schritt noch weiter. Das jetzt. Fuck, das Ding ging daneben. Der Kälteeffekt ist jetzt tatsächlich nicht so geil. Man braucht echt 5, um den zu vergiften. Okay. Dann Ryan. Fuck you. Puh, wo ist der Ausgang? Da. Lutscher. Gottverfickter Lutscher. Egal, wir gehen eh zurück. Können uns dann in Ruhe im Bett heilen. Oh, grandioser Start. Grandios ging's weiter. Meine Güte. Meine Güte. Schlimm, schlimm, schlimm. Na gut, nehmen wir die nächsten 5 Giftwurfmesser. Ich denke, bis dahin wird sich das noch nicht wieder runterskaliert haben. Zumindest nicht allzu viel. Vor allem ist Honey auch schon wieder K.O. Okay. Von mir aus. Nur weil dieses Scheißgebiet so lange sein muss. Und weil ich nach rechts gesprungen bin und nicht nach links. Ansonsten wäre ich vielleicht sogar noch weggekommen. Na gut. Gib mal schnell her, die Giftwurfmesser. Meine anderen 5 sind mir irgendwie abhanden gekommen. Ich weiß auch nicht wie, da war irgendwie ein Wurmloch in meiner Tasche. Und plötzlich waren die weg. Konnte ich nichts dagegen machen. Das war einfach push. And it's gone. Und daher müssen wir sie halt jetzt nochmal werfen. Schön. Ich denke, ich nehme mal einen Megasaft, dann hätte ich es nämlich nicht das Problem gehabt, dass meine Ausdauer weg gewesen wäre. Jetzt vielleicht auch noch hinbekommen, rechtzeitig rauszurennen. Weil allein der Kreis des Gebietes ist so verkackt nochmal klein. Aber das Gebiet an sich überstreckt sich einfach mal über so einen halben Kilometer und noch weiter. Aber auch nur diese eine Auszweigung. So nach dem Motto, guck mal, der Ryan, der kann dich da super geil verfolgen. Hast du nicht Bock, da mal so richtig schön vor dem wegzurennen? Ja, na, dann führen wir das mal für dich ein. Diesen schönen langen Gang, durch den du jedes Mal laufen musst. Weil der Rajang da so viel Platz hat und du überall hin ausweichen kannst. Wunderschön. So, Rajang. Rajangchen. Guck mal, für dich. Nein, nein, jetzt. Nein. Bleib so. Soll ich das letzte jetzt echt noch werfen? Nein, ich werf das jetzt nicht. Nicht noch eins. Die 2 sind schon kritisch. Jetzt noch eins wegzuwerfen, wäre dann doch doof. Aber das erste hat getroffen. Und wenn ich das mit diesen Rauchwolken richtig gesehen habe, habe ich beim anderen 4 getroffen. Das heißt, die 2 sollten doch eigentlich ausreichen, oder? So, ich hoffe, das ist ballistischer Wurf. Nein. Scheiß auf Physik, das Ding fliegt weiter. Weil der Typi so unglaublich stark ist, können wir uns jetzt von der Vergiftung verabschieden. Ach, verdammt nochmal. Na gut, Honey ist da. Ich hoffe, er geht auf Honey. Bitte, 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 bitte. Yo, sieht gut aus. Zumindest geht er nicht direkt auf mich. Like a give a fuck mal wieder. Er springt leider nicht nach hinten. Okay, er darf bloß nicht wütend werden. Das heißt, wir schneiden ihm mal nicht die Zehennägel. So, jetzt können wir reingehen. Und hoffentlich zumindest ein paar Mal treffen.
habe ich meine, jo, ich habe auch mein Megadämonmittel genommen. Das heißt, ich habe sogar noch verstärkten Angriff. Vorhin hat Hani noch gespielt. Er ist noch nicht mal wieder wütend. Verdammt. Das ist echt verdammt. Ich bin verdammt. Wir sind verdammt. Die magische Mace-Muschel ist verdammt. Obwohl, die kann sich selbst noch antworten, dass sie nicht verdammt sei, dann passt das auch. Aber ansonsten alles gut, alles schön. Lass mich mal ganz kurz hier durch. Ich habe keinen Plan, was du machst. Ich bin auch sehr froh drüber. Umso mehr Angst hätte ich nämlich dann doch getroffen zu werden. Scheiße Ecke. Mann, ich hasse die verkackten Wände. Die stehen einem immer im Weg. Genauso wie Türrahmen. Ich wollte nicht wissen, wie oft ich schon gegen einen Türrahmen gerannt bin und mir dabei so richtig schön wehgetan habe. So, Rayang, ich bin noch mal ganz kurz weg für ein paar Sekunden. Entschuldige mich bitte, ich müsste da mal ganz kurz mir eine Heilung reindrücken. Dann habe ich noch einen Kalkstein. Komm, dann nehmen wir das Kraut noch mit. Wenn er wütend wird, habe ich immer noch die Blitzbomben. Und bitte nicht in den Angriff reinrennen. Habe ich schon mal gesagt, dass ich Ecken hasse? Nee, ich glaube noch nie. Ich glaube, ich gehe noch mal ganz kurz hier weg. Hani ist auch schon wieder K.O. Das bietet sich aber auch an. Ich muss unbedingt aus der Scheiße hier hinten raus. Ansonsten bringt mich wirklich die Ecke noch um. Was natürlich eine unglaubliche Bestätigung für meine Theorie wäre. Die ich allerdings nicht unbedingt einfordern will. Ich würde sagen, wir machen einfach mal weiter und blocken vielleicht mal. Ich habe die R-Taste gedrückt. Hier seht ihr, R-Taste reingedrückt. Oh nein. Der Typ muss sich erstmal aufrichten, aufstehen, Staub von den Seiten klopfen, vom Arsch. Und dann so, dann denken, oh guck mal, ich habe ein Schild, da ist Rayang. Push, tot. Verdammt. Ach Mann. Ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Vor allem, weil wir jetzt keine Megasäfte mehr haben und keine Panzermittel mehr. Aber wir haben theoretisch die Samen. Ja, GG, easy, well played. Schade, doch nicht. Aber gut, wir haben den viermal wütend bekommen. Ist auf jeden Fall eine ordentliche Steigerung zum allerersten Mal mit Gewehrnatze, wo ich nach zweimal tot war. Und hätte ich Maxi-Tränke mitgehabt, hätten wir den Kampf vielleicht sogar schaffen können. Oh nee, der gute alte Sinu musste diese Sachen ja gekontens ignorieren. So, für alles Weitere haben wir eigentlich jetzt fast nicht so viel genügend Zeit. Das heißt, ich mache nochmal eine einfache Ratian mit ganz, ganz vielen bösen Bufangos und hoffe da nochmal auf das Beste. Nehme vielleicht sogar Sachen zum Fangen mit. Ich meine, bietet sich ja zumindest an, das mal zu probieren. Ich könnte auch eine Goldian machen, aber da weiß ich, dass ich es innerhalb von 10 Minuten definitiv nicht schaffe. Bei Ratian besteht zumindest die Möglichkeit, das hinzukriegen. Und, ja, was haben wir noch? Genau, wir müssen noch essen gehen und natürlich die Waffe ausrüsten. Noob, learn to play. Ja, ja. Bin ja gerade dabei, ne? Ich meine, wie soll ich zu spielen lernen, wenn ich nicht zocke? Ich gebe mir gerade mein Bestes. Sage ich auch jedem, der bei COD irgendwie Learn to Snipe oder Learn to Play schreibt. Naja, dafür bin ich ja hier. Jetzt mal ohne Scheiß. Ist so diese Aussage, Learn to Play, ist eigentlich komplett irreführend. Weil du benutzt das so als Beleidigung. Aber andererseits, genau das macht der Typi ja gerade. Ich meine, ansonsten würde der das Spiel ja nicht spielen. Also so gesehen macht er schon genau das, was du ihm als Aufgabe gibst. Das heißt, es ist sinnlos. Es gibt so Momente, okay, so Campern würde ich sagen, learn to play, weil die lernen es halt nicht, die liegen halt da, chillen sich einen ab, trinken in der Zeit Kaffee und drücken halt schießen. R1-Taste durch oder so. Dann gebe ich zu, da kann man tatsächlich mal sagen, learn to play. Aber ansonsten eigentlich nicht so. So, nehmen wir die Berührungsbomben noch mit und dann, na, Waffen noch wechseln. Und dann Waldmannsheil, Hals- und Genickbruch. Auf geht's, die Quest vom Beginn nochmal machen. Vielleicht dieses Mal 2-3 Sekunden schneller. Wer weiß, der war doch hier, ne?
Genau, hier waren die goldenen Sachen, dann war es doch hier. Verdammt. Hab ich mich halt mal verguckt. Was soll's? Nee, bei Rosa, das weiß ich noch genau bei. Scheiße. Bei Rosa Ratian war es wesentlich schwerer, die Sachen zu bekommen. Ich glaube bei Gold, die Ratian war es doch mit am leichtesten und bei Ratian halt normal, hat auch so normale Farbe, das passt dazu. Wie viel hat das Ding jetzt eigentlich gekostet? Bestimmt nicht mehr als 3000. Hoffe ich mal. Scheiße, jetzt muss ich die Quest schaffen, weil ich sonst ein armer Schlucker bin. Ah, verdammt. Boah, wie viel habe ich noch? Ja, 2040 zählt. Ich meine, so arm bin ich ja dann auch wieder nicht. Ich habe jetzt vergessen, die Kraftsamen zu ernten. Verdammt. Aber na gut, was soll's. Quest beginnen. Wir sind wieder in so einem Scheißgebiet gespawnt, wo man Heißgetränk bräuchte. Irgendwie spawnt man nur da. Und zumindest ich spawn da fast nur. So 90% der Fälle. Hallo Gambray. Tschüss Gambray. Da fällt mir noch ein, ich müsste unbedingt Honey noch sagen, dass sie echte Gesundheitsflöte lernen soll. Und dass Honey wesentlich mehr Verteidigung braucht, wenn sie da irgendwie durchkommen will. Ist schon doof, wenn da das Monster, also die Partnerfeline regelmäßig einfach bloß verwirrt und fast tot ist. Da war mein Hammer zu kurz. Verdammt. Da hatte der Sino einen zu kleinen. Oh, ist ja mal was ganz was Neues. So, die erstmal wegflashen. Weil mir die Bufangos jetzt schon wieder so ganz dezent auf den Schwengel drücken. Meine Güte. Komisch, dass ich auch gerade im Sumpf immer wieder mit solchen Sachen anfange. Ich meine, Gewehrlanze bereit. Hashtag Gewehrlanze bereit. Und, Heidi Klum waren auch im Sumpf. Das liegt wahrscheinlich am feuchten Untergrund. Aber okay, was soll's. Ist der Sumpf halt so. Der ist ja sowieso ein bisschen dreckig. Das heißt, der bietet sich ja perfekt für solche dreckiges Geschwätz irgendwie an. So, also, wir hatten ungefähr als Zeitmessung 3x K.O. gehen. Versuche ich mal es so beizubehalten und nach dem dritten Mal kann man sie dann fangen. Auf keinen Fall weiterschlagen, weil nach dem dritten Mal K.O. ist sie wirklich fast komplett tot. Daher da tatsächlich ein bisschen aufpassen, damit das auch funktioniert. So, Honey trifft, ich nicht. Sehr schön, das kann man sich doch wunderbar verdeutlichen. Es ist kein Ratterlos, also alles in bester Ordnung. Bis auf das Losgerände. Oh, ich sollte vielleicht mich dann doch heilen, auch wenn ich noch so aggressiv spielen will. Um sie möglichst schnell umzuhauen, wäre es doch besser, dabei nicht drauf zu gehen. Das sieht immer so aus, als wenn man nichts könnte, wenn man stirbt. Obwohl man doch eigentlich doch irgendwo der geilste Motherfucker ist, der momentan in diesem Zimmer spielt. Und selbst Honey, selbst meine Kameraden verdienen es diesmal nicht besser, weil Honey ist wesentlich öfter tot als ich. Ich gebe zu, Toni ist nicht so häufig tot wie ich. Ja, der ist besser, aber der ist ja nicht mit. Und was er nicht weiß, das macht ihn nicht heiß. Daher können wir jetzt bloß Honey blamen. Und das können wir zu Genüge. Da sie heute schon wieder noch nicht einmal für mich geblasen hat. Also jetzt hier dieser Quest. Heute Abend im verdreckten Sumpf hat sie noch nicht einmal Dirty Talk betrieben. Talk dirty to me. Das ist eigentlich die perfekte Tonlage, die hier im Sumpf kommen müsste, wenn die irgendwie mit ihrer Flöte anfängt zu spielen. Talk dirty to me. Anstatt dieses langweilige Rumgebläse. Nein. Am besten noch so ein bisschen peppiger mit Techno hinterlegt. Ja, alles mit der Flöte. Mit einer Flöte Techno spielen, das ist die höchste Kunst der künstlerischen Künste. Wird auf der Academy of Art nicht mal gelernt, weil es zu schwierig ist. Ich stehe schon wieder gerade ein bisschen mit dem Rücken zur Wand, das gefällt mir absolut nicht. Erstmal ein bisschen eine grüne Tablette einwerfen.
Wollte schon fast Viagra-Tablette sagen, aber die ist ja nicht grün in der Mitte. Wisst ihr eigentlich noch, wie die Viagra-Tablette in der Mitte aussieht? Nein? Also nehmt ihr auch schon immer eine ganze. Ah, halt doof, wenn man älter wird, ne? Lassen so bestimmte Schwellteile Stück für Stück nach. So, das war K.O. Nummer 2, wenn ich richtig mitgezählt habe. Zu 1 war doch schon ein ziemlich großer Zeitraum, aber okay, was soll's. Danke, Honey, so kann ich wenigstens noch mal ein bisschen besser zielen und dich so richtig schön weghauen, so wie es geplant war. Meine Fresse, hast du schon beim ersten Schlag, bei der allerersten Quest, wirklich ganz am Anfang, hast du schon mitbekommen, wie böse ich zuschlagen kann, wenn du nicht auf mich hörst? Und trotzdem hast du in der Zwischenzeit nicht angefangen, dein Verhalten zu ändern. Es ist doch klar, dass das früher oder später sowas von Konsequenzen nach sich ziehen musste. Daher auch dieser Schlag ein Omen des Kommenden. Scheiße! Mist! Jetzt Snoop, learn to play. Ich hab mir das voll geil gedacht, so dem Motto, boah, der hat gerade den Feuerball geschossen. Jetzt drehst du dich da rein und machst den Powerpoint. Die wird schon stehen bleiben, weil wenn ich der Meinung bin, ich bleib stehen, wenn der Kino was Cooles macht, muss die das ja auch machen. Übrigens Hashtag Ehrenkill. Knicke für Monster. Wenn du nicht kampflos sterben willst, beweise dies, dass du nicht unfähig bist, mit einem Kill des Jägers. Jeder Jäger sollte diese Knicke auch für die Monster beachten, denn andernfalls werden die kein Ehrentod sterben. Und das kann man ja nun wirklich nicht verantworten. So, die fliegt gerade weg, so wie sie's anhört. Dann fliegt sie höchstwahrscheinlich wieder in die Graslandschaft. Die mag das Gras einfach viel zu sehr. Aber ist halt... So, ja, ist hier drüber geflogen. Ist halt dann doch so ein altes Dämchen. Was ein bisschen dämlich ist. Ich meine, Herren sind herrlich, Frauen sind Damen sind dämlich. Das haben nicht wir uns so ausgesucht. Und ja, deswegen müssen wir sie hier verfolgen, wie sie zwangsweise hier sich niederlässt. Yay, ich habe sie getroffen. Boah, wow, meine Güte, ich hätte echt gedacht, dass das nichts mehr wird. So, wir können nochmal schauen, wie viel es hier gestiegen ist, weil gerade Honey ihre Flöte eingesetzt hat. Hätte ich jetzt noch nicht alles aus dem im Reiherkampf benutzt, hätte ich gleich mal Megadämonenmittel einsetzen können, um zu schauen, wie das denn jetzt so aussieht. Er müsste gleich wieder normal sein. Ey, ich habe doch noch den Schweif getroffen. Woo! Okay, gar nicht mal so schlecht abgelaufen. Perfekt innerhalb von einer Verwirrung eine Velocity Brace weggehauen. Kann man ja mal machen. Verdammt! Ich dachte, sie tauntet. Ich dachte, sie verspottet mich. Aber nein, ich war es, der sie verspotten wollte beim Verspotten. Nein, nee, alles, was ich jetzt sage, wird eh keinen Sinn ergeben. Also einfach nicht zuhören. Nehmen wir lieber jetzt schon den Megatrank. Wir haben ja vorhin gesehen, wie es sonst so richtig schön ins Nichts verläuft. Solange die nicht instant losrennt, nachdem die sich niedergesetzt hat, ist das eigentlich gar keine so schlechte Idee, da immer hinterher zu rennen. Vorhin ist ja auch hier gestorben, ne? Da war die Zeit schon wesentlich vorangeschrittener, aber ich bleibe bei meinem 3x K.O. Wir haben zwar jetzt ein paar Mal nicht so böse getroffen, aber dafür auch diese Schläge auf die Beine nicht mitgemacht. Das heißt, es sollte bei plus minus 0 ungefähr rauskommen. Und ich will jetzt meine Bällchen nicht zu früh in ihr Gesicht klatschen. Als andere könnte zu Missverständnissen führen und die will ich direkt, bevor sie entstehen können, schon mal aus der Welt schaffen. Ich hasse es, wenn sie das macht. Sie macht das jedes Mal, wenn ich dort stehe. Nie hört sie damit auf. Das ist so nervig. Ja, ich gehe jetzt hier ein bisschen mit PowerPoint an die Sache ran. Ich bin schon einmal gestorben. Zweimal ist für das Leben, was die jetzt noch hat, tatsächlich wesentlich übertrieben. Muss mit anderen Worten nicht sein. Die hauen wir jetzt einfach ganz ruhig, in Ruhe, gechillt um. Da liegt sie nämlich schon fast auf Kommando. Hau da noch ein paar Mal drauf und dann sollte meine Theorie stimmen, sie auch fangbar sein.
würde sagen, das probieren wir direktens einmal aus. Sie tortet erstmal noch. Okay, habe ich Bonusbuff mit? Ja, 7 Stück. Notfalls habe ich ja, glaube ich, auch zum Nachkombinieren mitgenommen. Daher, selbst wenn es nichts wird, ist es nicht so schlimm. Komm zu mir. Komm zu Big Daddy. Sei ein braves Mädchen. Dankeschön. Honey bläst endlich mal ihre Flöte und es hat funktioniert. Zack, 4 Minuten 41. Unter 10 Minuten. Und einen Pfiffernstupser bekommen. Sehr schön. Gut, es ist trotzdem 13.04 Uhr und nicht Punkt 13 Uhr, aber was soll's, ein paar Minuten habe ich noch. Geht in Ordnung, alles schön. Doch nochmal geschafft. Lustig, dass mir ausgerechnet der Typ, der die ganze Zeit eine Ratia nach der anderen zu Tode vergewaltigt hat, was von Monsterknicke erzählen will. Ja, auch ich habe dabei meinen Anstand. Außerdem war es ja eine einvernehmliche Vergewaltigung, ne? Ich habe als Einziger das gerne gemacht. Trotzdem, man muss da halt ein bisschen hinterherbleiben, ne? Was früher war, ist heute nicht mehr. Ich hätte ganz gern jetzt ein Käfernetz dabei, nur um es Honey überzustülpen und dann so Entführung vorzutäuschen. Wir sind schon wieder vom Thema Monsterknicke weggekommen. Egal, wir haben es trotzdem geschafft. Vielleicht kriegen wir es jetzt. Vielleicht aber auch nicht. Eher nicht. Ich meine, es ist ja keine Rathalos-Schuppe. Nämlich Rathalos-Schuppe bekommen wir ja en masse, aber Ratian dann mal eher wieder nicht. Ah, meine Güte. Na gut, dann halt. Dann soll es halt jetzt mal wieder nicht sein. Zum Glück haben wir wenigstens 2 von 3 Quests geschafft. Ist immerhin ein doch ganz guter Durchschnitt. Könnte besser sein, aber gut. Das war jetzt erstmal wieder der Stream. Ah, knack, knack. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Wenn so ist, dann bitte Bescheid. Wenn nicht, Feedback bitte gerne in die Kommentare. Oder jetzt hier noch auf Twitch. Noch bin ich da. Tut mir leid, dass ich jetzt dieses Mal den Chat nicht so effektiv und aktiv verfolgt habe. Ich war beim Raya dann doch ein bisschen zu sehr abgelenkt. Hat zwar nichts gebracht, weil ich vorher nicht zu abgelenkt war. Immerhin habe ich die Maxi-Tränke vergessen. Maxi-Tränke, uralte Tränke, das Ding wäre geritzt gewesen. Ey, jetzt aber schon mit den Emo-Witzen. Scheiß Emos. Emos. Ja, genau. Emos, ne? Drauf mit den... Ist geritzt. Genauso wie jetzt Schluss mit den Witzen über Kiffer. Ist gebonkt. Und damit, ja, adios amigos und hoffentlich auf Wiedersehen. Und Steamclaw meint bloß, sieh ja, du Pimmel. Aber Steamclaw, doch nicht vor den Kindern.